Sudeli markiert, wenn es der Schritt klar lag. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Auf jeden Fall viel besser als vorher. Ich bin zwar kein Profi, aber zumindest für den Laien sieht es doch ganz gut aus. Bin stolz drauf. Puh, ja, ich komme mal gleich zum Schwitzen. Dann wollen wir beim Thema Schwitzen sind. Ich habe mir heute, beziehungsweise die letzten paar Tage, etwas informiert. Und zwar möchte ich freiwillig schwitzen. Ich liebe es, Sport zu machen, habe aber nicht die Geräte, um Sport zu machen. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen was bestellt. Heute ist schon das erste gekommen und zwar ein... Verrate ich noch nicht, kommt gleich. Aber wir haben hier schon mal hier so Fingertrainer. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist hier für die Stange her. Genau, dafür ist das. So, und das Ding ist schon... Der hat schon... Gewischt, da wackelt der ganze Boden. So, ich glaube, man kann wahrscheinlich schon erkennen, was das hier sein soll oder was passiert. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was hier drin ist. Ich habe nämlich eine schlimme Befürchtung, was hier drin ist. Aber na, schauen wir mal. Weil was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir hier ein Paket noch haben und hier ist noch ein Paket. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das kam alles zusammen. Schauen wir mal. Aber heute ist echt wie Weihnachten, du Wahnsinn. Es kommt alles auf einmal. Alles auf einmal. So, okay. Aber oh, geil. Das ist nochmal verpackt. So, was haben wir hier? So. Schauen wir mal. Was da drin ist. Zack. Zack. Man soll es nicht schneiden, also nicht mit dem Cuttermesser reingehen. Schau hin, da ist es, da ist es, da ist es. Gewichte. Gewichte, meine lieben Freunde. Tada, super geil. Ich habe eine Hantel, die hat aber nur 3,5 Kilo. Nur eine einzige Hantel. Das ist das einzige Sportgerät, das ich habe. Ja? Mehr habe ich nicht. Gut, ich habe meinen Körper, ja? Liegestützen und so, wisst ihr ja in Streams, das mache ich immer gerne. Aber ich will mehr. Ich will richtig hier ein bisschen was tun. Ich will, wie gesagt, was soll. Das ist schon Sport. Das lässt sich nicht schneiden. Nee, ist mir nicht. Wie krass das hier verpackt ist. So, genau. Also ich will einfach mehr machen und mit Geräten macht das halt auch einfach mehr Spaß. Jetzt war das eigentlich so früher, also vor einem Jahr oder so bin ich immer gerne joggen noch gegangen. Das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich auch gar nicht die Zeit dazu habe, mich anzuziehen, loszugehen, und laufen kann ich halt ewig. Und wenn man hier so ein paar Gewichte hat, dann brennt der Körper viel früher und schneller. So. Oh ja, das war gewusst. 5 Kilo hier. Junge, Junge. Nochmal 5 Kilo. Und nochmal 5 Kilo. So. Und noch einer. 5 Kilo. So. Wer hat mitgezählt? Wie viel haben wir? Also sind 4 große. 4 große und 2 kleine. Ich glaube mit 2,5. Und die Stange wird wahrscheinlich 5 wiegen. Wenn ich das richtig einschätze, dann sind wir bei 30 Kilo. Und das ist, ja, damit kann man schon ein bisschen arbeiten. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hier drin ist. Ich habe gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich kann, also ich habe eine Vermutung, aber ist das jetzt so leicht, oder? Ist das schon da? Boah, das wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn das schon da wäre. Ich habe beides am selben Tag bestellt. Da stand aber bei dem einen, dass das hier, also die Gewichte heute kommen. Und da stand, dass das morgen kommen soll. Ich fühle mal. Das sind Schrauben und Dübel für die Wand. Es ist schon da. Und es geht nicht so leicht aus. So. Das ist ja, das wiegt ja gar nichts. Ich hab mir das ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. So. Das ist schon da, so geil. Oh, das sieht schon cool aus. Wer erkennt, was das ist? Mein erstes richtiges eigenes Fitnessgerät. Mein Vater hatte mal eins gehabt. Und das fand ich so cool. Das Ding, keine Ahnung, wöchentlich benutzt. Also ich habe das voll gerne benutzt. Und ja, für sowas habe ich aber keinen Platz. Das war ein richtig großes, was man so in so Fitnessstudien kennt, wo man alles Mögliche an den Dingern machen kann. Die sind natürlich mega, mega, mega geil. Aber ich muss einen Kompromiss schließen. Ich habe halt keinen Platz. Eine Möglichkeit wäre gewesen auf dem Dachboden, aber auf dem Dachboden wäre es wohl ein bisschen too much. Deswegen habe ich mir gedacht, Langhantel und das hier. Wer erkennt, was das ist? Das kommt so an die Wand. Genau. Und dann kommt hier die Stange oben drauf. So. Und da kann man Klimmzüge machen an diesem wunderschönen Teil. Ich bin mega gespannt. Angeblich soll das Ding 300 Kilo aushalten. So viel wiege ich nicht, aber ja. Man kennt es ja mit den Wänden. Ne? Manche sind voll spröde und brüschig, ja, wenn die älter sind. Bei manchen kommt man nicht rein mit der Bohrmaschine oder mit dem Schlagschrauber. Ja, schauen wir mal. Aber geil, cool. Dann würde ich sagen, streiche ich jetzt die Stellen und dann machen wir das Ding, glaube ich, fest. Es hängt. Ja, es hängt. Sehr gut. Ja, ich hoffe, dass es an mich alles hält. Ich bin zwar kein Schwergewicht, aber trotzdem hoffe ich, dass das hält. Aber es sind schon ordentlich Schrauben und ordentliche Dübeln. Die Wand ist stabil, die ist gut. War zwar echt schwer da durchzukommen, vor allem weil die Dübel irgendwie eine Größe haben, wo ich keinen Bohraufsatz für habe. Und da musste ich ein bisschen improvisieren. Aber sie sind drin. Und sie ist echt massiv. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt was hält und was taugt. So, jetzt habe ich hier auch schon die Flecken so noch ein bisschen überstrichen. Das muss ich jetzt abtrocknen. Trotzdem räume ich jetzt auf, weil Xirin kommt bald heim. Jetzt stelle ich mich scharf. Ne? Genau, das muss jetzt dann weg. Und dann die Kissen wieder auf die Couch. Das ist inzwischen trocken geworden. Das ist eigentlich kaum noch. Da ist vielleicht ein bisschen feucht. Das waren die ersten Versuche. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Wasser benutzt. Aber hier ist es eigentlich echt trocken. Und das sieht echt aus wie neu. Also das ist schon sehr gut geworden. Ja. War sein Tag, ich bin echt K.O. Unten muss ich noch Klarlack einmal drauf machen und dann bin ich für heute echt durch. So, ja liebe Leute, kommenden Tage machen wir dann nochmal einen Vlog von dem Ding da in Aktion. Nochmal vielleicht Waschsauger, mal gucken, vielleicht den Teppich oder so dann. Und unsere Langhantel noch ausprobieren. Also einschalten, bis zum nächsten Mal.